Ich habe einen Vortrag mitgebracht und ich habe überlegt, ich möchte über was sprechen. Ich nenne das digitalen Dilettantismus. Der Arbeitstitel von dem, über das ich sprechen möchte, war Reiter der digitalen Apokalypse, wie uns Agil und seine Freunde zu Schrott verführen. Ich bin Sozialwissenschaftler und ich gucke mir eigentlich an, was passiert, wenn man eine Technologie nimmt und in eine Gruppe von Menschen wirft. Und in der Regel passiert nicht das, was sich die Leute überlegt haben, die mal diese Technologie entwickelt haben. Dieses, was sonst passiert, ist, was mich interessiert. So zwei einfache Beispiele. Momentan ganz Berlin ist geflutet mit so E-Scootern. Vorher wurde gesagt, das ist die neue Logistikrevolution, neue Transportrevolution. Und was sich herausstellt, ist, in meinem Freundeskreis sind eine ganze Menge Maschinenstürmer, die richtig militant gegen diese E-Scooter sind. Etwas, was vorher niemand so richtig prophezeit hat, dass das Thema so polarisieren wird. Anderes Thema, wo momentan alle darüber sprechen, sind diese selbstfahrenden Autos. Dass, wenn das einmal technisch gelöst ist mit den selbstfahrenden Autos, dann muss niemand mehr selber fahren. Das gleiche Beispiel wie mit dieser selbstkochenden Küche. Dann fällt uns immer auf, wir haben seit 40 Jahren selbstfahrende Bahnen. Jeder einzelnen S-Bahn sitzt trotzdem ein Lokführer, außer in Nürnberg. Und womit ich mich im Speziellen beschäftige, ist mir anzugucken, wie nutzen Menschen digitale Technologien oder diese digitale Transformation, von der gesprochen wird, um Neues zu erzeugen. Und je länger ich mich damit beschäftige, je mehr Organisationen ich darüber spreche, desto mulmiger wird mein Gefühl, was da gerade passiert. Und ich sehe immer mehr, dass wir diese verheißungsvollen Technologien haben, die die Welt revolutionieren wollen, und dann werden die irgendwo eingesetzt und was ich bekomme, ist Schrott. Und dann versuche ich mich damit auseinanderzusetzen, wo kommt das her? Also ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, einmal die Kfz-Versicherer haben sich vor ein paar Jahren alle entschieden, dass sie eine App brauchen für einen Schadensfall. So kollektiv, einer hat angefangen, haben die anderen alle nachgemacht. Wir haben statistisch ein bis zweimal im Leben einen Autounfall. Das ist ein relativ emotionaler Moment. Ich hatte mal einen Autounfall, da guckt man, ob alle heil sind, ob man einen Führerschein dabei hat. Und das Letzte, worauf ich gekommen wäre, ist in den App Store zu gehen und schauen, ob es dafür eine App gibt. Und es ging meinem Gegenüber genauso. Und ich glaube, man muss wirklich regelmäßig in Autounfälle verwickelt sein, dass man abgebrüht genug ist, da auszusteigen und zu sagen, hören Sie zu, das ist gar kein Problem, zeigen Sie mir mal Ihr Smartphone, gehen Sie in den App Store, laden Sie das und das runter und dann folgen Sie einfach den Schritten. Oder als kleine Kampfsportaufgabe für heute Abend, wenn Sie nach Hause kommen, können Sie mal versuchen, bei der Post online eine Briefmarke zu kaufen. Versuchen Sie das einfach mal. Ich würde behaupten, wenn Sie einen Wettkampf machen und jemand anders loslaufen lassen, zur nächsten Postfiliale zu laufen, ist diese andere Person schneller fertig, als wenn Sie in dieser digitalen Zukunft das selber machen. Ich will gar nicht groß drüber sprechen, aber wir sind jetzt alle mit Two-Factor-Authentification bei unseren Konten so sehr geschützt, dass wir selber nicht mehr auf unsere Konten zugreifen können. Es sei denn, wir haben irgendwie 17 verschiedene TANs in der Hand. Das ist auch die digitale Zukunft, in der wir leben. Und das letzte Beispiel, was ich mitbringen wollte, ist, in Berlin haben Sie eine sehr teure Mall gebaut. Und in dieser Mall of Berlin und in dieser Mall haben sie sich überlegt, dass sie hinter die Rolltreppen jeweils aus so große Messingplatten machen, wo wichtige Zitate sind von Leuten, die Berliner sind oder mal Berlin besucht haben, um die Leute daran zu erinnern, was das für eine wichtige Mall ist. Das ist dann im Industrie 4.0 wurden diese Messingplatten irgendwie gefräst. Und immer wenn ich durch diese Mall laufe, fällt mir auf, dass auf jeder einzelnen dieser Messingplatten die Anführungszeichen falsch sind. In unserer industriellen Revolution wurde viel in Messing und so weiter, haben sie das alles gemacht und wir sind so weit, dass wir mit einer vernetzten Technologie nicht mal so triviale Dinge wie Anführungszeichen herkriegen. Und ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, wo kommt das her? Wir haben so viel Technologie und wieso verpufft dieses ganze Potenzial, wenn es in den Kontakt mit der Realität kommt? Und da ich viel unterwegs bin mit Organisationen, darüber spreche, habe ich so drei Muster, die mir auffallen, die immer wieder kommen, wenn ich darüber mich mit Menschen unterhalte, wie digitale Technologien eingesetzt werden, um was Neues zu entwickeln. Und das erste Muster ist, dass wir alle keine Zeit haben. Dass wir alle das Gefühl haben, dass die Welt sich heute viel schneller dreht als früher und dass, weil sie sich so schneller dreht, wir alle sehr stark in Aktionismus verfallen müssen. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Brandenburg und Berlin hat ja zusammen ein großes Prestigeprojekt, um der Welt zu zeigen, dass nicht alles schneller gehen muss. Wir versuchen seit 25 Jahren einen Flughafen zu bauen. Mal gucken, wann wir fertig sind. Und das ist der alte Flughafen Tempelhof, den haben wir verwandelt in einen Park. Das ist quasi so sinnbildlich für mich, wie Digitalisierung funktioniert. Und da ist ein großer Pfeil und dieser Pfeil ist da, wo der Eingang ist. Und diesen Park nutzen gerne die Tempelhofer Teenager, statt zur Schule zu gehen, um im Sommer in diesem Park zu sitzen. Und dann gehen sie da rein, wo der Pfeil ist und laufen nicht dort, wo der Weg ist, wo ich das so straffiert habe, sondern laufen quer über die Wiese und dann ist die Wiese kaputt. Und da hat sich das Grünflächenamt gedacht, das ist ja blöd, wenn wir einen Park haben, wenn da die Wiese kaputt ist.
kaputt ist. Da sollten wir vielleicht die Wiese wieder heil machen. Dann haben sie das alles abgezäunt, dann haben sie die Wiese neu ausgesät und dann haben sie sich überlegt, jetzt müssen wir was machen, dass diese Teenager, die die Schule schwänzen, nicht wieder über die Wiese laufen. Und dann haben sie ein Schild installiert, etwa von dieser Größe, und auf diesem Schild steht, bitte nicht über die Wiese laufen. Damit war das Problem gelöst. Und jetzt stellt sich raus, dass 14-jährige schulschwänzende Teenager nicht viel darauf geben, was auf einem kleinen Schild läuft. Und ein paar Wochen später ist dieses Bild entstanden, da war die Wiese wieder hin. Und warum habe ich dieses Bild, wenn es um Digitalisierung geht? Weil da zwei Dinge drin sind, die ganz wichtig sind, um unseren Umgang mit Digitalisierung zu verstehen. Auf der einen Seite sind hier diese Schüler und diese Schüler haben etwas vor und diese Schüler leben auch in einer immer schnelleren Welt. Die haben wirklich keine Lust, Umwege zu gehen. Also wenn sie die Möglichkeit haben, quer über die Wiese zu laufen, dann machen sie das, weil sie sind Menschen. Und auf der anderen Seite ist da jemand vom Grünflächenamt. Und dieser Mensch vom Grünflächenamt hat sich nie damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich das Problem ist, was zu lösen ist, sondern ist direkt zu einer Lösung gesprungen, weil man ja auch in sehr vielen Projekten drin war und ständig was zu tun hat und da musste man irgendwie ganz schnell und dann das Nächste. Hat sich auch nicht dafür interessiert, ob die Lösung funktioniert. Wenn ich mit meinen Studenten so Produktentwicklung unterrichte, versuche ich Semester in 3 Drittel zu teilen. Das erste Drittel gehen wir raus und gucken, können wir ein Problem wirklich identifizieren, können wir uns viel damit auseinandersetzen, können wir lesen, können wir rauskriegen, wie das wirklich funktioniert. Das zweite Drittel gucken wir aus den zur Verfügung stehenden Technologien, welche könnten wir denn nehmen und auf dieses Problem werfen. Und das dritte Drittel gucken wir, passt das oder müssen wir das iterieren, so lange im Kreis drehen, bis der Deckel wirklich auf den Topf passt. Meine Studenten hassen das erste Drittel. Rauszugehen und ein Problem zu verstehen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, finden die ganz, ganz schlimm. Ich denen sage, hier haben wir eine Problemdomäne, wir haben dieses Jahr beispielsweise uns damit auseinandergesetzt, wie können wir irgendwie Ernährung für ältere Menschen, was können wir da machen? Und kommen die dann immer am nächsten Tag wieder und sagen, sie haben eine Idee, sie würden gern was machen, letztes Jahr immer mit Blockchain, dieses Jahr immer mit KI. Und dann frage ich, welches Problem sie lösen wollen und dann sagen sie, es ist ein agiler Prozess, das wird sich ergeben. Und es funktioniert nie. Aber diese allgemeine Hektik ist darin ganz gut reflektiert, die sowohl darin ist, als auch in meinen Studierenden. Ich habe hier so eine Zeitung mitgebracht, das ist eine ganz große deutsche Branchenzeitung und da steht drin, Innovation ist derzeit das Top-Thema in Handel und Industrie, das ist schön für mich, dann werde ich eingeladen, Vorträge machen. Und dann wird einer der CEOs eines ganz großen deutschen Konzerns zitiert und er sagt Folgendes, gewinnen wird, wer sich am schnellsten verändert. Da drin ist eine Logik, dass Tempo wichtiger ist als Qualität. Schnell ist also besser als gut. Schnell war noch nie besser als gut, schnell ist auch heute nicht besser als gut, besser ist besser als gut. Es ist eigentlich ganz einfach, aber das wird momentan aufgrund dieser Überforderung, die wir haben mit digitalen Technologien, außer Kraft gesetzt. Wir sagen, wir müssen nur schneller sein, dann ist das besser als gut. Und ich glaube, das kommt daher. Ich habe in Würzburg eine Zeit lang einen Lehrstuhl vertreten, hatte ich ein Büro und in diesem Büro hatte ich so eine Schale an Süßigkeiten, dass mal jemand vorbeikommt mit mir sprechen. Da kam ein Kollege und setzte sich hin, hat sich 3 Rochers in den Mund gesteckt und sagte folgenden Satz. Er sagte, er würde gar nicht verstehen, wenn Wissen doch überall verfügbar sei, warum es ausgerechnet bei seinen Studierenden nicht ankommen würde. Dann haben wir uns lang damit auseinandergesetzt, was das bedeutet. Und tatsächlich leben wir in einer Zeit, das wissen Sie alle, wo mehr Informationen zur Verfügung stehen als jemals zuvor, wo wir mehr wissenschaftliche Erkenntnisse produzieren in einer Geschwindigkeit als jemals zuvor. Das heißt, wir haben ein riesen Sammelsurium, ein riesen Berg an Wissen, auf den wir zugreifen können. Aber aus diesen Informationen wird nur Wissen, wenn wir Kontextwissen kennen. Das heißt, wir brauchen noch immer länger, um Expertise aufzubauen, weil es einen immer größeren Berg gibt, an dem wir uns abarbeiten können. Das heißt gleichzeitig, dass auch die Sachen, die wir nicht können und nicht wissen, immer mehr werden, weil unsere Fähigkeiten, die wachsen ja nicht exponentiell mit diesem Berg an Wissen zusammen. Das heißt, wir sind in dieser Situation, dass wir ständig glauben, wir könnten irgendetwas verpassen, weil da ganz viele Themen gerade passieren und die Sachen, auf die wir uns konzentrieren sollen, wenn wir das tatsächlich in der richtigen Geschwindigkeit machen würden und uns wirklich damit beschäftigen, dann kommen wir nicht zu allem dem, was wir sonst machen wollen. Und das führt mich zum zweiten Thema, was mir immer auffällt, wenn ich mit Organisationen rede. Die haben jetzt diese Überforderung, dass sie sagen, wir müssen irgendwie ganz schnell ganz viel machen. Mit der wirklichen Auseinandersetzung mit dem Thema kommen wir da nicht durch. Wir brauchen deswegen, und das ist ein ganz wichtiges Wort, Komplexitätsreduktion. Die Welt ist zu komplex, wir müssen irgendetwas schaffen, irgendwie die fragen immer nach einem Framework, nach Checklisten, nach irgendetwas, was sie schneller durch diesen Prozess durchbringt. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man ganz festgenagelte Prozesse hat, die ganz schnell Ergebnisse produzieren. Da momentan sehr in sind so Sprints und Canvases.
Ich habe mal an so einem 5-Tages-Sprint teilgenommen. Da kam eine Facilitatorin, das ist das neue Wort für Moderatorin, und die hat immer gesagt, wir sollen nicht denken, wir sollen tun. Wir haben da gesessen und haben gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir vielleicht auch mal denken würden. Aber die kam immer wieder gesagt, nicht denken, tun. Und das ist Mantra dieser Prozesse, weil wenn wir nicht denken, sondern tun, dann kommen wir relativ schnell durch mit diesem Prozess. Dann ist, und das Tolle an diesen Prozessen ist, am Ende ist immer was da. Es kommt ein Ergebnis raus. Es kommt ein schnelles Ergebnis raus. Und wenn schnell besser ist als gut, dann ist das die Lösung. Es ist aber nicht besser als gut. Es ist ein Ergebnis und ganz viel davon ist Mist. Und wir haben jetzt künstliche Intelligenz, die kommt. Und diese künstliche Intelligenz, ein Argument, was immer gemacht wird, ist, Routineprozesse werden mehr und mehr durch Algorithmen ersetzt. Menschen müssen stärker in kreative Tätigkeiten. Die müssen Sachen machen, die aus der Routine ausbrechen. Das andere machen die Algorithmen. Und gleichzeitig sind wir dabei, diese kreative Fähigkeiten, die Menschen haben, komplett zu verkümmern und zu verstümmeln und in einen Prozess zu packen, wo das eigentlich keine Kreativität mehr ist, sondern ein gewisses Malen nach Zahlen und währenddessen darf ich nicht nachdenken, damit möglichst schnell ein Bild entsteht. Es kommt was raus. Was rauskommt, ist fraglich. Und das Dritte, was mir auffällt, wenn ich mit Organisationen darüber spreche, wie sie irgendetwas Neues entwickeln, ist ein Glaube daran, dass Technik selbst schon eine Lösung ist. Technik ist also kein Werkzeug mehr, sondern Technik selbst ist eine Lösung. Meredith Broussard nennt das in ihrem tollen Buch Artificial Intelligence, sie nennt das Technochauvinismus, dass man quasi eine Technologie nimmt, auf eine Lösung, auf ein Problem wirft und sagt, das Problem geht dadurch weg, dass wir Technologie draufgeworfen haben. Wer in letzter Zeit mal in einer Schule war, der kennt vielleicht so Smartboards. Da wurde vor einiger Zeit gesagt, wir müssen Schulen digitalisieren und die digitalisieren wir nicht, indem wir uns wirklich damit auseinandersetzen, sondern indem wir Smartboards in die Schulen reinfahren. Wir befähigen die Leute aber nicht, damit umzugehen. Wir erklären auch nicht, was diese Technologie besonders kann. Wir geben den Leuten auch keinen Raum zu lernen, wie sie damit umgehen, sondern die Technologie ist einfach da. Und dann wundern wir uns ein paar Jahre später, dass das nicht funktioniert hat. Und dann sagen wir, naja, damals war die Technologie noch nicht so entwickelt, jetzt werfen wir Tablets in diese Schulen. Dann sind die endlich digitalisiert. Da es ist ganz toll beschrieben für den Segway. Segway kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal in irgendeiner Großstadt Urlaub machen. Da sind immer so verrückte Touristengruppen drauf, die irgendwie einmal im Kreis fahren. Und als der Segway entwickelt wurde, ist man davon ausgegangen, dass das quasi die große technologische Revolution für den Verkehr werden wird. So wie jetzt die E-Scooter. Ein paar Jahre später haben das irgendwie Mallcops und ein paar verrückte Touristen verwendet. Alle, die damit beteiligt waren, hatten keinerlei Ahnung von Transport, aber waren sich sicher, dass die Technologie selbst wichtiger ist als alles, was wir irgendwie sozial über Transport wissen. Und wenn wir die Technologie da reinwerfen, dann wird das die Lösung sein. Ich habe hier dieses Beispiel mitgebracht. Das ist ein Cronut. Ein Cronut ist ein Remix aus einem Donut und einem Croissant. Das hat sich so ein New Yorker Feinbäcker überlegt. Das ist so ein richtiger Croissant-Faschist, der irgendwie monatelang an seinen Croissant-Rezepten arbeitet. Und der ist auf die Idee gekommen, in einem ganz aufwendigen Verfahren ein Croissant mit einem Donut zu kombinieren. Und das war ein riesengroßer Hype, weil diese Dinger ganz toll schmecken sollen. Da haben schon morgens um 6.000 Leute Schlange gestanden, um irgendwie mal so ein Cronut zu essen. Die Lebensmittelindustrie hat das gesehen, aber hat sich nicht im Detail damit auseinandergesetzt, warum das jetzt funktioniert, was quasi wirklich so viel besser ist an diesem Produkt als an anderen Produkten, sondern hat abstrakt als Technologie gesehen, Donuts scheinen zu funktionieren, also müssen wir auch Donuts machen. Und dann sind folgende Produkte passiert. Hat man sich überlegt, wenn dieser Cronut funktioniert, dann machen wir doch einfach auch Chips, oder? Und das ist ein wirkliches Produkt, das gibt's, haben sie sich überlegt, machen wir doch einfach Pizza als Donuts. Daran ist so viel falsch, dass ich das kurz auseinandernehmen möchte. Erstens gibt es einen deftigen Donut, das nennt sich Bagel, nicht Donut. Zweitens ist die Idee von einem Donut von der Form, dass man die Oberfläche maximiert, weil man es frittiert, damit man möglichst viel Oberfläche hat, die man frittieren kann. Bei einer Pizza möchte man eigentlich so wenig Rand wie möglich haben. Deswegen eine Form zu wählen, die maximal viel Rand hat, kann eigentlich auf dem Markt überhaupt nicht funktionieren. Und dann hat man sich überlegt, naja, es gibt ja auch Leute, die irgendwie ins Fitnessstudio gehen und dann so Proteinshakes zu sich nehmen, aber auch die werden ja Donuts lieben. Deswegen müssen wir auch für die etwas anbieten, was ein Donut ist.
Technologie ist am Ende nichts anderes als ein Werkzeug. Und wenn ich mit einem Schreiner darüber rede, wie die mit Werkzeugen umgehen, dann wird mir erklärt, dass man möglichst lange mit möglichst wenigen Werkzeugen arbeiten muss und geschult werden muss, um wirklich zu verstehen, für welchen Kontext kann ich die einsetzen. Und je länger ich mit wenigen Werkzeugen arbeite, desto besser bin ich im Umgang damit. Und das ist eigentlich ganz logisch, das liegt eigentlich auf der Hand. Bei digitalen Technologien tun wir so, als würde diese grundsätzliche Annahme außer Kraft gesetzt werden. Und man könne einfach die Technologie selbst nehmen und dann würden Probleme verschwinden. Jetzt würden Schreiner kommen und sagen, hier haben Sie 15 Hobel. Fertig. Dann zum nächsten Projekt gehen. Jetzt, was passiert ist, dass diese drei Muster, die mir immer wieder begegnen, zu einem relativ gefährlichen Cocktail sich vermischen und dann zu ganz furchtbaren Ergebnissen führen. Und da wir ja heute die Aufgabe haben, über Aufbrechen zu sprechen, habe ich mir 7 Wünsche notiert, die ich habe, weil ja bald Weihnachten ist und die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Als erstes wünsche ich mir, dass wir ab und zu mal Komplexität aushalten, als Komplexität ständig zu reduzieren. Als zweites wünsche ich mir, dass wir mehr Prozesse aufbrechen, anstatt und sie auch mal in Frage zu stellen. Als drittes wünsche ich mir, dass wir Fähigkeiten aufbauen, wie diese mit den Werkzeugen umzugehen, statt ständig von Thema zu Thema zu hüpfen. Als viertes wünsche ich mir, dass wir auch mal weniger Technik wagen. Als fünftes wünsche ich mir, Sachen besser zu machen, statt sie ständig neu zu machen. Alleine in der Neuheit liegt nicht wirklich ein Wert, auch wenn uns die Zeitung das Gegenteil erklären will. Als sechstes wünsche ich mir, die anderen ruhig mal sprinten zu lassen, aber dass wir selbst vielleicht die Schuhe für einen Dauerlauf anziehen. Und als siebtes wünsche ich mir, dass wir ab und zu auch wieder mal nachdenken. Ich saß neulich nach einem Vortrag in einem Taxi mit einer Kollegin und die sagte, sie hätte ja früher oft mit der Bahn fahren müssen und sie würde das total vermissen, weil als sie früher mit der Bahn fuhr, hatte sie noch Zeit nachzudenken. Jetzt sei sie immer im Büro und in Meetings und würde nicht mehr dazu kommen. Und ich wünsche mir, ihr und euch allen, dass wir das ändern. Vielen Dank. Gibt es Fragen?